Heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Ansonsten bitte bis zu Ende gucken, Comment, wie ihr wollt. Über ein Abo wird man uns natürlich riesig freuen, ich und Otto. Und ansonsten werden wir mal sehen, werden wir euch heute mal den Strand näher bringen. Und zwar sind wir am Strand ganz weit tief in Nakloa. Und wir werden mal gucken. So, ich halte mal rum. Wir sind hier in der Hotelanlage. Ihr seht's hier und hört's. Deswegen werden wir uns ein bisschen nach rechts begeben. Es ist so, am Tag ist hier gar nichts los. Ansonsten ist hier abends mit den Lichtern und den ganzen Schaukeln und Essen hier mächtig, gewaltig was los. Es ist ein Hotel, was ausschließlich von Chinesen und Indern bewohnt wird. Und ja, da müsst ihr euch halt drauf einstellen. So, wir zeigen mal kurz im Hotel. Aber um das Hotel soll es ja heute nicht gehen. Da müsst ihr noch ein paar Tage warten. Es soll heute eigentlich um den Strand gehen. Und zwar haben wir Ebbe, ihr seht. Und wir werden mal lang gehen und werden mal gucken. Also im Normalfall tut hier keiner baden. Ihr seht es hier. Es ist natürlich ein bisschen grinsig hier. So, wir gehen heute mal in die Richtung. Oder, ne, wir gehen erstmal lang. Also, ihr seht es hier, es sind alles Muscheln hier. Also, das sind, die leben auch noch alle. Und bewegen sich normalerweise. Ja, hier sieht man es, wenn man länger drauf hält. Man sieht man es, jawohl, wie sie sich fortbewegen. Ja. Das Papier natürlich wieder. So, wir gehen heute mal ein bisschen durch die Mangroven. Was haben wir hier? Also, ihr seht, normalerweise geht das Wasser bis hierher. Ihr seht es hier, und dann ist das alles voll. Und hier, ja, ist normalerweise auch immer Wasser drin. Ihr seht es richtig. Alles voll Muscheln. Und ja, der Unrat, da können wir nichts dafür. Das ist immer sehr traurig. Aber es ist eben so, wie es ist. Also, ich würde sagen, ja, sieht ganz schön hui hui aus. So, also, hier sehen wir auch wieder mein typisches Wohnhaus. Und hier kann man natürlich besonders gut sehen, warum man hier die Häuser auf Stelzen baut. Genau wie hier drüben. So, ui. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mal mit der Kamera weg bin. Oh, es wird ganz schön gefährlich. Also, ich kann hier nicht richtig laufen. Ich würde sagen, wah. Wir halten hier nochmal drauf und dann gehen wir in die Werbung. Also man sammelt auch Muscheln hier, seht ihr das? Die netten Damen. Ansonsten, ja, haben wir hier da wieder ein Wasserrohr. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu dem gestrandeten Boot. Und bis dahin, Werbung! Uah.
voll im Matsch versunken. So, hier sind wir wieder. Man sieht ja ziemlich genau, wo Ebbe und Flut anfängt und aufhört. Das heißt auch, wenn man hier ins Wasser will, muss man schon 30, 40 Meter laufen. Wo ist der Kranich? Auch am Start. Er wird wahrscheinlich Fressen suchen. Und hier, ja, ihr seht es hier, ich muss ganz schön aufpassen, dass ich hier nicht mal weg bin. Versunken im Meer. So, und wir werden jetzt mal, mal zu der guten Tante gehen oder Onkel. Und ich gehe mal davon aus, dass das gar nicht so gewollt war mit dem Boot. Seht ihr ja wieder überall Müllsäcke hier oben. Und ja, ich weiß nicht, was ist denn das hier? Ui. Ein Beton. Ein Reifen mit Beton und Strick dran für die Boote. Ja, wenn man hier. Oh, was haben wir hier? Guckt euch das mal an. Ja, bo! 20 Bat! 20 Bat gefunden. Na, supi, wird klein gesteckt. So, der Mensch muss einmal Glück haben. So, stecken wir es schnell weg. Da freue ich mich wieder. So, wir gehen mal hin. Also es ist ein bisschen komisch zu laufen und wenn ich ehrlich bin, wenn hier Wasser drüber ist, würde ich auch nicht unbedingt hier langlaufen wollen. Also es sieht durch die Muscheln und alle. Savatika! Uah! Ah! Jetzt! Uah! Da better! Uah! Ich muss. Hey! Ja, so. So, okay. Annie, weiter. Hier, Annie. Ja. So, also Leute. Du lange nah, Leute. Da, mein Mie. Okay, okay, komm. Anni hier vorgehen. Hoi. Hoi vorgehen. Oh, alloi, mag mai. Okay, komm. Bom. Also. Ja, die Anni, hier, nicht neu. Also, ich war bis zu den Knien im Matsch. Ja. Ihr seht es hier, die Schuhe waren weg. Und hier war das gestrandete Boot. So, also wir filmen mal schnell weiter. Ui. So, hier haben wir die Kraniche, hier ist das Boot befestigt. Und wie gesagt, ich werde mir erstmal schnell die Hand waschen. So. Ansonsten würde ich sagen, wir müssen mal schnell in die Werbung. Also, Werbung. Wir. Also, hier ist er wieder. Und zwar musste ich mich jetzt erstmal sauber machen. Ich war ja an Duschen dran. Da war ja alles schwarz. Und jetzt gucken wir noch mal weiter. Es ist so, wir müssen
müssen ganz schön aufpassen. Also ich schalte nochmal um. Also da bin ich ja rein und war bis zum Knien weg. Also der Schuh war, ich würde mal so sagen, 20 cm unter der Erde. So, wir werden mal weitergehen. Wir haben die Schuhe extra ausgelassen. Wie gesagt, wir sind hier im tiefen Nagloa. Also wenn man es sieht, haben wir hier drüben in Lem Shawang, der große Hafen. Also man sieht ihn ganz hier hinten, sieht man ihn, wo ist mein Finger? Da ganz hinten. So, ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Schiffsfriedhof. Aber das werden wir die Tage noch mal aufnehmen. Es soll ja heute ums Meer gehen. Es ist so, dass hier die Boote auch reingezogen werden. Ihr seht es hier. Es ist im Prinzip so, dass man jeden Abend die Boote reinzieht. Dann hat man natürlich das Boot immer auf der sicheren Seite, falls es mal regnet oder ein Sturm kommt. Ansonsten gehe ich davon aus, die Boote werden immer reingezogen, damit die auch hier unten schön sauber bleiben. Und das nicht mit Muscheln alles voll ist. So, wir gucken mal hier. Ja, ihr seht, die Traktoren haben auch ganz schön zu kämpfen. Ansonsten sehen wir ja hier mal, warum oder wie es unten aussieht. Ja, schön ruhig. So. Ja, wir lassen dich ja in Ruhe. Ja, es sieht alles immer ein bisschen sehr abenteuerlich aus. Aber es scheint ja zu halten. Vor allen Dingen er ja. Es sieht schon ganz schön hui aus. So. Also. Wir werden hier noch mal gucken. Es sieht natürlich hier ganz schön wüst aus. Ihr seht's. Ihr seht's hier. Und wir werden die Tage wahrscheinlich noch mal in dem Steg lang gehen. Allerdings heute ein bisschen ungünstig. So, was hatte er? Ja, ist ja gut. So. Also, hier haben wir das nochmal. Hier oben sehen wir auch, eigentlich sollte hier irgendwo noch eine Gaststätte sein. Aber die finden wir jetzt nicht. Also, ich würde sagen, wir werden das Movie wieder mal nicht so lange machen. Ja, ist ja gut. Ja. So, also. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Wir halten nochmal rum. Und mit diesem Rundumblick würde ich sagen, na, bleibt mir gesund, bleibt mir munter, guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bis die Tage. Euer Tattoo-Man. So, fürs Thumbnail. Also, bis dann. Bye, bye.